Zu Hamburg gehören Elbe, Hafen und Schiffe. Und deshalb hätte ich Ihnen das Adventswort gern von dort aus gesagt. Aber zu Hamburg gehört manchmal auch Regen. Und deshalb sind wir hier im Maritimen Museum, wo alle Kostbarkeiten der Seefahrt zusammengetragen worden sind. Ich denke an zwei Lieder, die es mit Schiffen zu tun haben. Ein Schlager und ein Adventslied. Den Schlager hat Lale Andersen zu meiner Studentenzeit gesungen. Ich habe den Kehrvers noch im Ohr. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht. Das Adventslied beginnt. Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewigs Wort. Beide, Schlager und Adventslied, haben gemeinsam die große Sehnsucht, die Erwartung, dass der kommt, der das Leben glücklich macht. Das Adventslied geht weiter. Der Anker haft auf Erden, da geht das Schiff an Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Gott will in meinem Leben vor Anker gehen, will bei mir anlanden. Gott will mein Leben prägen. Der Text des Adventsliedes hat tiefe Wurzeln aus der Zeit der Mystik im 13. Jahrhundert. Zu Bethlehem geboren, ist uns ein Kindelein, geht's dann weiter, gibt sich für uns verloren. Das ist ein typisch mystischer Gedanke. Gott kommt von seiner Ewigkeit hinab in unsere Zeit, damit wir zeitlichen Wesen zu Gottes Ewigkeit kommen können. Und dann geht es ganz schön weiter, denn es heißt, und wer das Kind mit Freuden umfangen, küssen will. Da ist von Umarmung die Rede, von Küssen, von innigster Gemeinschaft, von innigstem Miteinander. So nah will Gott uns kommen. Aber dann heißt es weiter, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Da kommt also mitten in der Adventszeit die Passion in den Blick. Und ich höre dabei das Wort Jesu, wer mein Jünger sein will, wer also innigste Gemeinschaft mit mir haben will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieser mystische Urton des Liedes wird dann ganz deutlich, wenn es heißt, zuvor auch mit ihm sterben und geistlich auferstehen. Also schon jetzt mit Jesus sterben und auferstehen. Ich denke an einen Vers von Marie-Louise Kaschnitz. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tag. Das will Gott in uns bewirken, dass wir neue Schöpfung sind, dass wir als neue Menschen leben und so auch zu seiner Ewigkeit gelangen. Mir gefällt an diesem Adventslied ganz besonders, dass die drei Zeiten des Advent benannt werden. Das Kommen Jesu damals in Bethlehem, das Kommen Jesu am Ende der Zeit und das Ankommen Jesu bei uns jetzt, dass wir jetzt mit ihm leben. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, diese Erfahrung jetzt in der Adventszeit. Gott ist da und wir können mit ihm leben.